Herzlich willkommen, immense Vorteile als DKB-Kunde nutzen. Das ist unser zweites DKB-Webinar. Wenn Sie im ersten nicht dabei waren, macht nichts. Ich werde Ihnen einfach einen Link zur Aufzeichnung geben, aber Sie entwickeln sich ja weiter. Hier haben Sie jetzt das Aktuellste. Und im Webinar, ich gehe gleich eine Folie weiter, werden wir auf diese Folie kommen. Es ist jetzt eine kleine Vorschau. Das erste kennen Sie, für die, die alle schon Kunde sind. Und hier geht es dann um die Entscheidung. Die Entscheidung ist, von der Bank, ob Sie Aktivkunde bleiben oder nicht. Sie können sie beeinflussen. Wie? Das werden wir in diesem Webinar kennenlernen. Zugegebenerweise, die meisten wissen es wahrscheinlich schon von Ihnen. Und die Kontoführung, es bleibt kostenlos. Das ist der Vorspann. Ganz kurz zu mir, für alle, die mich noch nicht kennen. Wir haben heute ja ein paar neue dabei. Andere sagen über mich, das ist mir selber auf einer Veranstaltung passiert, wo ich auf einmal ein Gesicht von YouTube an der Leinwand hatte, und zwar Influencer bei Bankkonten und Bankkarten. Ich selbst sehe mich als smarten Bankkunden. So wie ein Großteil von Ihnen wahrscheinlich auch. In den vergangenen 15 Jahren sammelte ich unzählbare Erfahrungen mit mehr als 100 Banken in 20 Ländern. Daraus sind entstanden sehr viele Artikel hier auf unserem Spezialportal. Hochgerechnet über 1 Million Wörter und 375 Videos sind bei YouTube veröffentlicht worden. Hier sehen Sie, habe ich mich auch mal getraut, bei Amazon mal zu öffentlichen. Ist nicht ganz so meine Spielwiese, von daher ist es bei zwei geblieben. Das eine hat hier aber schon zu Liebhaberpreisen geführt. Ein paar kleine Exemplare habe ich noch da, also wenn Sie Interesse haben, schreiben Sie mich an. Ich glaube so, eine Handvoll tätig gerne hier in dieser smarten Runde abgeben. Beginnen wir mit dem Inhalt. Einige haben ja geschrieben, dass sie schon Kunde sind, von daher halten wir es kurz, aber es waren auch nicht ganz so viele. Von daher kurz, wie das funktioniert, wenn man DKB-Kunde wird. Im besten Fall ist die Inspiration über unser Spezialportal. Sie können aber auch eine Empfehlung haben von jemandem, der schon DKB-Kunde ist oder einfach durch ein Girokonto-Vergleich auf diese Bank aufmerksam geworden sein. Sie gehört ja zu, ist das meine Hausbank, ja, ist mein absolutes Top-Girokonto, was ich seit 2014, also seit 13 Jahren innehabe. Kontoöffnung relativ schnell, Online-Formular, dauert 5 Minuten beim Ausfüllen, abschicken, und Sie werden dann aufgefordert, einen Identcheck zu machen. Das ist einfach gesetzlich vorgesehen. Jede Bank muss genau wissen, mit wem sie es zu tun hat. Können Sie per Postident machen oder relativ modern auch über, die DKB war eine der ersten Banken, die das in Deutschland eingeführt hat, über Web-ID, also ein Video-Ident-Verfahren. Das ist der Begriff, der sich später dann etabliert hat, dauert auch circa 5 Minuten. Jetzt dauert es etwas länger. Sie bekommen innerhalb der nächsten 10 bis 15 Tage Post zugeschickt. Wir haben dazu auch ein Video gedreht. Es sind 7 Briefe mit allem, was da drin ist und was Sie machen können, bevor dann so richtig das Konto losgeht. Und dann haben Sie 12 Monate Zeit, dieses Konto zu testen. Und zwar mit allen Vorteilen von Aktivkunde. Die werden wir uns heute an diesem Webinar noch anschauen. Unterschied zwischen Aktivkunde und Nicht-Aktivkunde. Aber für Sie die Gewissheit, wenn Sie bei der Bank Kunde werden, bei der DKB, haben Sie erstmal, egal was Sie tun, 12 Monate Zeit, alles ausführlich zu testen. Dann gibt es eine Entscheidung, die ist automatisiert. Die Voraussetzungen schauen wir uns in diesem Webinar an. Und wenn die positiv verläuft, dann bleiben alle Vorteile als Aktivkunde für Sie bestehen. Wenn Sie das Konto kaum genutzt haben, bleibt das Konto trotzdem kostenlos. Die Kontoführung ist immer kostenlos und Sie führen das Konto zu den normalen Konditionen. Das ist im Vergleich mit anderen Banken trotzdem gigantisch gute Konditionen. Zu den normalen Konditionen weiter. So, für die Leute, die sich entscheiden, das Konto zu öffnen, ein paar kleine Tipps, wie man am besten es nutzt, um zu einer positiven hier Entscheidung zu kommen. Gehen wir relativ zügig durch. Ich zeige Ihnen auch gleich, warum wir da zügig gehen. Also hier, unsere Stichpunkte sind 2 Wochen, 6 Wochen, 26 Wochen und 39 Wochen, weil wir haben ja 12 Monate Zeit. In den ersten 2 Wochen empfiehlt es sich, einfach das Online-Banking intensiver kennenzulernen, beispielsweise die erste Überweisung durchzuführen, eine Kartenzahlung zu machen, eine Barabhebung zu machen, also an den Automaten zu gehen und Bargeld abzuheben. Und was Sie auch schon mal ein bisschen spielen können, ist mit dem Konto natürlich umbenennen. Also Sie können Ihre Karte und Ihr Bankkonto im Online-Banking umbenennen, wenn Ihnen der Name, was ist denn der Standardname, ich glaube, so Internet-Girokonto oder so, nicht so gefällt, dann können Sie da es individuell machen. Nach 6 Wochen ist vielleicht so die eine gute Idee, mal zu schauen, laufen die Prozesse, komme ich damit klar, wie jetzt, wie die Bank halt läuft, gerade vielleicht für Leute wichtig, die das erste Mal bei einer Top-Direktbank sind.
Da kommen wir gleich drauf mit drauf. Also, wie sieht es aus? Automatische Verrechnung von der Visa-Card mit dem Girokonto. Wie funktioniert das? Komme ich damit klar? Nutzung der Banking-App auf dem Smartphone. Es gibt welche, die starten damit gleich am ersten Tag und welche, so wie ich, die es eher selten benutzen. Dann haben Sie auch die Möglichkeit übrigens, Online-Tresor Dokumente abzulegen. Werden wir auch im weiteren Verlauf nochmal kurz darauf zurückkommen. Wenn Sie wollen, können Sie probeweise schon mal einen Gehaltseingang auf das Konto legen, um einfach eine Erhöhung vom Dispo zu erreichen. Und damit steigt automatisch der Kredit, der Verfügungsrahmen auf der Kreditkarte. Maximal sind 15.000 Euro möglich. Bei beiden ist die Berechnung halt maximal dreifacher Eingang vom Gehalt. Ich bin mal gespannt, ob da übrigens hinterher Fragen kommen in unserer Fragerunde. Da erzähle ich dir gerne noch mehr dazu. Ich gehe etwas schneller mal durch, weil wir haben noch die Fragerunde. Nach 6 Wochen haben wir so ungefähr Halbzeit. Da machen wir auch nochmal Review, würde ich vorschlagen, und schauen, wie kann man es aufbauen. Was läuft gut? Was läuft vielleicht sogar besser als erwartet? Wo muss man vielleicht einfach noch was dazulernen, um dieses Produkt ganz nutzen zu können? Vielleicht noch besser nutzen zu können? Was muss ich noch wissen? Da haben wir natürlich auf unserem Spezialportal unheimlich viele Artikel, die Sie da auch nutzen können. Wie Sie da hinkommen, sehen wir im weiteren Verlauf noch. Wenn Sie von der Bank schon so begeistert sind, dass Sie sagen, ja, ich könnte mir das, das soll mein Hauptkonto werden, können Sie den Kontowechsel-Service nutzen. Und doch, das machen wir einen kurzen Dings. Kontowechsel-Service haben wir übrigens auch für Sie eine Anleitung. Also ich bin jetzt gerade deswegen auch übrigens die Bildschirmübertragungssoftware in unser Spezialportal rübergewechselt. DKB-Kontowechsel-Service. Wir haben hier oben die Suchfunktion und dann, also egal, wenn Sie mal eine Frage zur DKB haben, kommen Sie am besten erst auf unser Spezialportal, geben hier oben denn Ihre Stichworte ein und finden dann natürlich, Sie sehen es, wir haben unheimlich viele DKB-Artikel, die im Laufe einfach der vielen Jahre dazugekommen sind. Haben wir eine Anleitung für Sie produziert, hier mit Video, wie es dann Schritt für Schritt ist, und Sie sehen es dann auch hier im Artikel noch und ja, können auch auf Fragen stellen und wie gewohnt halt sich auf Antworten vorbereiten. So, jetzt gehen wir zurück in die Präsentation. Ja, macht es denn vielleicht Sinn, zusätzliche DKB-Produkte hinzuzunehmen, wie zum Beispiel ein Tagesgeldkonto? Wie sieht es aus mit Cash im Shop, wenn Sie das mal testen wollen? Es gibt die Möglichkeit, zusätzlich zu den ganzen Geldautomaten, wo Sie rangehen können weltweit, aus einem Supermarkt Geld abzunehmen, gibt es zwei Methoden. Einmal, dass Sie das sozusagen voranmelden und mit so einem Barcode sozusagen an der Kasse gehen, oder dass Sie beim Einkaufen das. Wenn Sie da Fragen haben, im Detail in die Fragerunde oder sonst, Sie wissen ja, einfach Ihre DKB-Stichpunkte hochscrollen, hier oben in die Suchfunktion, und Sie werden vermutlich zu den meisten, ich muss mal gucken, wie viele DKB-Artikel haben wir überhaupt, also Sie werden da einfach Hilfe und Anleitung finden. Und dann gibt es natürlich noch weitere Sachen wie Online-Cashback, City-Cashback oder DKB-Live-Testen. Ein Vierteljahr weiter würde ich vorschlagen, einfach sich mal hinzusetzen und zu sagen, was habe ich alles und was ist es mir wert? Weil in der Zwischenzeit haben Sie im besten Fall vielleicht schon eine Urlaubsreise gemacht, im Land, wo kein Euro ist, und festgestellt, dass Sie faktisch kein Auslandseinsatzentgelt zahlen, statt diesen 1,75%. Die 1,75% habe ich jetzt hier genommen von dem Nicht-Aktivkunden. Und das ist auch eine Zahl, die Sie bei sehr, sehr vielen guten Banken finden. Es gibt eine, die nehmen Auslandseinsatz etwas weniger, ein Jahr etwas mehr. Das ist einfach dazu da, weil die Bank einen Währungstausch halt vornimmt. Als Aktivkunde haben Sie faktisch keins. Das heißt, es wird zuerst auf, Sie sehen es auf der Kreditkartenabrechnung. Wir haben dazu auch einen Artikel auf unserem Spezialportal, wird Ihnen aber mit der Kreditkartenabrechnung auch wieder erstattet auf das Girokonto in gesammelter Position. Da sehen Sie auch so ein bisschen den Geldwertenvorteil, wie viele Euro ja, Sie erstattet bekommen. Ja, wenn Sie mögen, wir haben eine Fragerunde dazu, dann gehe ich groß nochmal drauf ein. Großes Notfallpaket. Das ist natürlich eins, was mir als häufig Reisender ganz gut gefällt, Notfallkarte, Notfallbargeld. Und ich zeige Ihnen auch kurz mal, was mir passiert ist. Machen wir DKB Notfall. Ups. DKB Notfallkarte. Ich habe mich Asche auf mein Haupt, die DKB Visa-Karte verloren.
Aber es war nicht tragisch, denn ich habe unterhalb von 24 Stunden hier, Sie sehen es hoffentlich groß genug auf einem Monitor, diese Notfallkarte von der DKB bekommen und gleichzeitig auch noch Notfallbargeld als Aktivkunde. Kostet mich das übrigens überhaupt nichts. Trotzdem möchte ich immer bitten, gehen Sie vorsichtig mit meiner Karte um. Ich habe es in meinem Leben nur einmal hingekriegt, dass die halt verloren geht. Wenn Sie nicht Aktivkunde sind, Sie können auch diesen Service nutzen, aber der wird bepreist, sehen wir im weiteren Verlauf nochmal. Hier habe ich Ihnen mal den ganzen Ablauf runtergeschrieben und auch Fotos gemacht, wie das dann halt auch zur Lieferung gekommen ist und wie Sie von mir gewohnt sind, natürlich auch ein Video mit Bestellung und Ablauf. Hier nochmal alle Details und wie gewohnt, Sie finden auch genügend Kommentare. Was haben wir natürlich? Ja, wir haben Zinsen auf Guthaben als Aktivkunde und niedrige Zinsen auf Kredit. Die genauen Details schauen wir uns nochmal an. Machen wir das, schließen wir den Kreis mit nach 52 Wochen. Was muss ich tun, um das alles behalten zu können? Das ist recht einfach. Es reicht ein Geldeingang von monatlich 700 Euro auf das Konto und daran unterscheidet die Bank zwischen Aktivkunde und Nicht-Aktivkunde. Das wird für viele von uns smarten Bankkunden super einfach realisierbar sein. Fragen dazu natürlich gerne in der Fragerunde und ich habe für Sie einen Bonus vorbereitet, auf den ich an der Stelle schon mal hinweisen möchte. Je nachdem, wie lange Sie bei uns schon smarter Bankkunde sind, kennen Sie unseren DKB-Videokurs und wissen, wie Sie auch dahin kommen. Wenn Sie es noch nicht wissen, hier die Möglichkeit, greifen Sie jetzt zu Ihrem Smartphone und tippen Sie diese Nummer ein, hier, die Sie hier sehen, aus Deutschland ist es die 0177 1789317. Wenn Sie die eingespeichert haben, dann schreiben Sie eine SMS, und zwar mit dem Buchstaben DKB, Leerzeichen und dann Ihre bevorzugte E-Mail-Adresse. Das ist hier nochmal abgebildet, DKB, Leerzeichen und dann Ihre E-Mail-Adresse. Was passiert denn? Sie bekommen natürlich den Link auf den Videokurs und startet eine kleine E-Mail-Serie, die Ihnen hilft, einfach das DKB-Konto besser zu nutzen. Und zwar relativ überschaubar. Sie kriegen natürlich sofort die E-Mail, da ist auch der Link zum Videokurs drin. Und zwei Links zu zwei weiteren wichtigen Seiten. Das eine sind die drei Geheimnisse für DKB-Neukunden und das andere ist mir gerade gefallen. Sie werden sehen, wenn Sie hier die SMS schicken und dann halt DKB-Leerzeichen Ihre E-Mail-Adresse und Sie bekommen dann halt genau in diesem Intervall, welches wir gerade durchgegangen sind, einfach die passenden Inhalte zugeschickt, dass Sie so nach und nach einfach ins DKB-Konto nutzen, optimal reinkommen und einfach die Nutzung auch verbessern. Ich habe mich auch schon, ich bin ja schon länger unterwegs und spreche immer wieder mit Leuten und ich lerne auch gerne unterwegs DKB-Kunden kennen, weil ich gelegentlich einfach Fragen nach, ich frage schon Leute, wo sie ihr Bankkonto haben und viele Leute antworten mir auch darauf und immer wieder feststelle, dass es Leute gibt, die DKB-Kunde sind, aber das Konto weit unterhalb ihren Möglichkeiten nutzen. Das muss ja nicht sein. Gerade wenn wir das Konto so toll erklären. Das sind hier Auszüge aus dem, was sie denn auch erhalten. Wir kommen auf den Bonus nochmal zurück. Also falls Sie jetzt diese Seite werden Sie noch einmal sehen, dann können Sie nochmal zu Ihrem Smartphone greifen. Gehen wir ins Detail, wo liegen jetzt genau die Unterschiede zwischen Aktivkunde und Nicht-Aktivkunde. Angefangen beim Kontopaket, wie gesagt, die Kontoführung ist immer kostenlos. Das heißt, man kann sich auch ein Zweitkonto, die DKB nur als Zweitkonto nutzen und sagen, ich habe mein Hauptkonto, das läuft alles, aber ich möchte halt, warum, aus welchem Grund auch immer, für ganz, also die DKB als Zweitkonto nutzen, auch wenn da jetzt nicht viel läuft, es bleibt definitiv kostenlos. Das haben wir bei vielen Banken nicht mehr so. In den letzten Zeit haben wir eine unheimliche Wiedereinführung von Kontoführungsgebühren oder Erhöhung von Kontoführungsgebühren gesehen von Banken, die sowieso noch kein kostenloses Girokonto haben. So, jetzt aber zu den Vorteilen, bitteschön. Wir haben ein positiven Zinssatz, das ist der Tagesgeldzinssatz, wenn Sie Geld auf Ihre Visa-Karte einzahlen oder wenn Sie jetzt auch eine virtuelle Visa-Karte, wo Sie dann Tagesgeld sparen können, einzahlen. Warum ich auch so gegrinst und gelacht habe, wir alte DKB-Kunden wissen, wir haben da schon andere Zahlen gesehen und die haben uns viel besser gefallen. Heutzutage können wir allerdings fast froh sein, dass wir keinen Minuszins haben, der ja immer weiter in der Bankenlandschaft eingeführt wird. Die Europäische Zentralbank liegt ja auch gerade oder bestraft ja Banken, die Guthaben auf ihrem Konto haben. Ich weiß nicht, inwiefern Sie da informiert drauf sind. Also jede Bank hat ein Konto, ein Girokonto sozusagen bei der Europäischen Zentralbank. Und wenn die da Geld drauf haben,
also sozusagen das ist ein Teil von Ihrem Kontoguthaben, ja, dann ist es am nächsten Morgen um 0,4% auf den Tag gerechnet, also geteilt durch 360, weniger. Von daher müssen wir auch mal ein bisschen aushalten, was geben Sie an Kredit raus, was haben Sie an Guthaben. Guthaben ist mittlerweile in unserer Welt nicht mehr das, was es früher mal war. Okay, gehen wir jetzt über den Punkt rüber. Wir haben einen Vorteil beim Dispozins. Also Girocard, also das ist klar, also die Karten sind bei beiden, sowohl die Visa-Karte wie auch die Girocard, also sie sind frei. Ja. Das ist übrigens bei anderen Banken, habe ich gesehen, ein Punkt, wo die einfach die Kartengebühren neu eingeführt haben, damit, weil häufig wird ja nach dem Girokonto, nach der monatlichen Kontoführungsgebühr verglichen. Und dann auf einmal kostet die Karte 5 Euro oder 20 Euro, die bisher frei war, ist ja quasi auch eine versteckte Kontoführungsgebühr. Aber egal, wie Sie es nutzen, das ist auf jeden Fall bei der DKB frei. Unterschied beim Dispozins, der ist als Aktivkunde etwas günstiger. Das ist jetzt nicht so dramatisch. Mit dem Dispo, ich selbst mag den auch ganz gerne, dann hat man einfach, dann passiert nicht. Also Dispo, wenn Sie das nutzen, lassen Sie sich einfach einrichten. Das hat auch den Hintergrund, selbst wenn Sie keine Zinsen zahlen wollen oder da nicht reinrutschen wollen, es kann immer mal sein, dass sich Zahlungen überschneiden. Und wer das kennt, Rücklassschriften, das ist einfach, da hat man so einen Rattenschwanz dran, das braucht man nicht. Also hier klare Bevorzugung auch der Aktivkunden. Und gehen wir weiter zum Einsatz. Sie können weltweit kostenlos zahlen, nennt es jetzt die DKB. Das liegt daran, dass das Auslandseinsatzentgelt entfallen ist. Hier sind es 1,75%, wenn Sie in einer anderen Währung zahlen. Das ist jetzt nichts Dramatisches, das ist so der Standardfall, aber Sie sind ja jetzt hier einfach besser gestellt. Wie das funktioniert, hatte ich ja eben schon mal erklärt. Das ist ja, wiederhole ich jetzt nicht, können kontaktlos zahlen, ja, das kennen Sie, das ist auf der Karte halt diese kleinen Schellen, die Sie da drauf haben, wo Sie die Karte einfach nur gegenhalten müssen und bei kleinen Zahlungen auch kein PIN mehr eingeben, wenn Sie nicht wünschen, es macht den Bezahlvorgang einfach einfacher, das ist bei beiden so, weltweit kostenlos Bargeld abheben, ja, das haben Sie als Aktivkunde auch und hier haben Sie auch das kostenlos abheben, aber es kommt das Auslandseinsatzentgelt hinzu. So, Cash im Shop, das ist das Bargeld abheben, was damit gemeint ist, wo man sich über die App bzw. über das Online-Banking so einen Code generiert und dann einfach in die Kasse geht und sich dann sein Geld rausholt. Das haben Sie bei beiden. Und das Bargeld-Limit, das ist das, was Sie am Tag abheben können über die Visa-Card, sind zwischen 50 Euro und 1.000 Euro. Das ist vielleicht nochmal ein Punkt, wo wir kurz darauf eingehen, gerade für die, die noch nicht DKB-Kunde sind. Wenn Sie am Automaten Bargeld abheben wollen, müssen Sie immer mehr als 50 Euro abheben, sonst funktioniert das nicht. Denken Sie auch daran, wenn Sie im Ausland sind, umgerechnet denn halt die 50 Euro. Das liegt daran, dass einfach das Abheben ist ja für Sie kostenlos, aber nicht für die Bank. Also diese Automatenbetreiber, sei es jetzt wie zum Beispiel die Sparkassen und Volksbanken, die sehr viele Automaten bei uns im Land betreiben, oder auch private Unternehmen, die nur Automatenbetreiber sind, die erheben natürlich eine Gebühr der Bank, die wo derjenige Kunde ist, das ist in Deutschland im Durchschnitt 1,75 Euro. Und wenn Sie vielleicht bisher gewohnt sind, immer mal so 10 oder 20 Euro für den Abend abzuheben, dann fällt Ihnen jetzt auf, das ist kein gutes Geschäft für die Bank. Das Bargeld abheben soll aber weiterhin für uns smarte Bankkunden kostenlos oder für alle Bankkunden der DKB kostenlos bleiben. Deswegen hat die DKB gesagt, wir machen 50 Euro als Minimum. Das ist ein Betrag, der ist für die meisten auch überschaubar. Und dafür ist aber so häufig, wie Sie wollen, es ist frei. Es gibt andere Banken, die haben ein anderes Modell, die sagen, zweimal im Monat darfst du abheben, egal wie viel, aber dann berechnen wir dir Summe XY halt. Maximal sind 1.000 Euro möglich. Wenn Sie einen Automaten haben, habe ich auch schon gesehen, der nur 500 Euro rausrückt sozusagen, dann heben Sie halt zweimal ab, dann kommen Sie auch auf 1.000 Euro. So, gehen wir weiter im Bereich Sicherheit. Sehen Sie, was Sicherheit betrifft, sind wir bei beiden gleich. Außer bei Notfallpaket und Kartenkasko. Notfallpaket hatten wir gerade schon angesprochen gehabt. Das war, dass man, die Bank spricht von 48 Stunden, soweit ich weiß, überall auf der Welt halt eine Ersatzkarte bekommt, kostenfrei, oder Notfallbargeld. Hier für alle anderen Kunden ist das auch möglich gegen Entgelt. Wenn ich mich recht erinnere, sind 150 Euro, die dir anfallen. Die sind natürlich, wenn Sie den Artikel lesen von mir, sehen Sie, was da alles in Bewegung gesetzt wird, absolut gerechtfertigt. Und ich würde mal sagen, für jemanden, der jetzt zum Beispiel, wie ich damals in den USA war und das Ding verloren geht, ich wäre auch bereit, die 150 Euro zu zahlen.
weil ich dann einfach meine Reise weiter fortsetzen kann mit allen Bezahlvorgängen. Ja, das ist gut, als smarter Bankkunde hat man natürlich mehr als eine Bankkarte dabei. Ja, aber es gibt genug Leute, kenne ich auch persönlich, die halt nur mit einer Reise. Da ist es schon ganz gut, dass es das gibt. Und für uns als Aktivkunden kostet es natürlich nichts. Kartenkasko. Ja, bitte, was ist das? Da habe ich für Sie noch eine Folie vorbereitet. Das beruht auf einer EU-Richtlinie. Wenn die Karte verloren geht, dann muss man die natürlich so schnell wie möglich anrufen bei der Bank und melden, dass die halt verloren gegangen ist und sie sperren. In der Zwischenzeit kann natürlich ein Schaden passieren, gerade wenn die durch betrügerische Weise abhandengekommen ist. Und hier sagt eine EU-Richtlinie, die Banken dürfen einen Selbstbehalt, eine Selbstbeteiligung einführen, und zwar gedeckelt bei Kreditkarten 50 Euro, bei Girokarten 150 Euro. Aber die Banken können zugunsten des Kunden eine abweichende Regelung treffen. Das hat die DKB hier gemacht für ihre Aktivkunden. Die sagen, wenn was passiert, wir übernehmen diese Selbstbeteiligung, du zahlst überhaupt nichts. Das ist natürlich auch ja, einfach ein kleiner, netter, schöner Vorteil, der mehr finanzielle Sicherheit vielleicht ja, gibt. Schauen wir nochmal ganz kurz diese Besonderheiten mit diesem Cashback, sei es jetzt das Online-Cashback, wenn Sie im Internet einkaufen, oder City-Cashback bei lokalen Partnern der DKB in verschiedenen Städten, das haben Sie halt nur als Aktivkunde, und DKB Live, das sind halt DKB-Veranstaltungen. DKB haben Sie vielleicht schon gesehen, die ist Sponsor von teilweise unendlich viel Sportarten und Veranstaltungen, und da können Sie dann immer mal mit Ihrer DKB-Visa-Karte, die als Eintrittskarte nehmen und dann da halt reingehen. Ja, ich wohne hier auf dem Land, da gibt es das weniger. Aber es gibt Leute, habe ich auch schon gesehen, die nutzen das irgendwie recht regelmäßig. Es kommt auch darauf an, wie stark man sich beschäftigt, dass sie sich mit ihrem DKB-Konto stärker beschäftigen. Da wollen wir Ihnen natürlich helfen, auch mit diesem Bonus, wo ich Ihnen von diesem SMS vorgelesen habe. Wir kommen gleich nochmal kurz darauf zu sprechen. Letzte Seite jetzt von den Unterschieden. Sie haben die Möglichkeit, eine DKB-Motivkarte zu bestellen. Kostet 20 Euro Gebühr. Das ist so, dass Sie im Online-Banking das dann halt machen, bestellen halt eine neue Visa-Karte und können dort ein Foto hochladen. Da wird dann halt nochmal geprüft, ob das denn halt das Foto nicht gegen irgendwelche Markenrechte oder Unsittlichkeiten halt verstößt. Und wenn alles gut ist, also wie ein privates Familienfoto oder ein Landschaftsfoto, die sind nur so die einfachsten, dann haben Sie eine Visa-Karte, wo vorne nicht mehr DKB draufsteht. Hinten sehen Sie noch, dass es eine DKB-Karte ist, aber vorne sieht es dann aus wie das, was Sie hochgeladen haben. Hier den Online-Tresor haben Sie, wo Sie, ich nutze das für meine Reisen, ich lade da meinen Reisepass hoch. Also jetzt ist der Welt bekannt, ja. Wenn Gregor auf Reise geht, dann hat er eine Kopie von seinem Reisepass auf dem Bankserver. Falls irgendwo was sein sollte, dann ist mir das dann sehr sicher aufgehoben, weil die sind super sicher. Vor allem, was man in der letzten Zeit gehört hat, was alles mal geknackt wurde und zu Sony und andere Dinge von Banken, reicht es bisher, jedenfalls von unseren Heimischen, nicht gehört, nicht von Girokonto. Ich habe mich gerade noch erinnert, deswegen heißt so gegrinst jetzt hier ins Mikrofon. Es gibt natürlich Kunden, Menschen, die in der Schweiz Kunde waren und dort sind durch kriminelle Strukturen halt ihre Kundendaten abhandengekommen. Aber es lag daran, dass es doch eher Leute waren, die mit einem größeren Vermögen auf anderen Wegen da unterwegs waren. Also bei der DKB wurde bisher nicht irgendwie, sind die Server sicher. Ich sage das jetzt hier, so glaub, nichts Gegenteiliges ist mir bekannt. Genau, sonst ist klar, das andere bleibt auch kostenloser Kontowechsel. Diesen Service ist mittlerweile auch, die EU regelt in unserem Leben immer mehr, das hat auch die EU geregelt, dass Banken einen kostenlosen Kontoservice anbieten müssen. Das macht auch die DKB, haben wir vorhin gesehen, wo Sie dazu eine Anleitung finden. Jetzt kommen wir auf diese Folie hier nochmal zurück. Ja, Sie haben gesehen, was es alles gibt als Aktivkunde und als Nicht-Aktivkunde. Und die einzige Entscheidung, die man da treffen muss, wenn man Aktivkunde sein möchte, bleiben möchte, weil Sie sind seit 12 Monaten auf jeden Fall, sind 700 Euro bargeldlos eingehen lassen auf dieses Konto. Relativ einfach. Und bevor wir zur Fragerunde gehen, für Sie nochmal die Information zu dem Bonus, den wir für Sie vorbereitet haben, also das DKB Videokurs, das sind 17 Teile, die sind für Sie ja sowieso schon vorbereitet. Als Leser der Sonntagsmail kennen Sie auch den Zugang dazu. Zusätzlich haben wir jetzt noch die E-Mail-Hilfe, wo Sie in diesen Abständen dann halt
einfach Erinnerungen bekommen, nochmal das, also das DKB-Konto ein Stück mehr zu entdecken, ein Stück mehr zu nutzen. Wie Sie daran teilnehmen, Sie sehen es hier rechts, Sie schnappen jetzt Ihr Smartphone oder Ihr Mobiltelefon, das, was Sie haben, und tippen aus Deutschland die Nummer 0177 1789 317 ein. Sie können die speichern, brauchen Sie nicht speichern, funktioniert nur zum SMS-Versand. Sie werden mich da jetzt nicht drunter anrufen können. Und öffnen die SMS-Funktion, geben einfach die drei großen Buchstaben DKB ein, ein Leerzeichen und dann Ihre persönliche E-Mail-Adresse. Wenn Sie mehrere E-Mail-Adresse haben, dann die bevorzugte, da wo Sie von uns die E-Mails zum Videokurs und zur E-Mail-Hilfe hingesendet bekommen haben möchten. So. Ich lasse die Folie einen kleinen Moment stehen, um einen Schluck Tee zu trinken, bevor wir in die Fragerunde einsteigen. So, bin wieder da. Wir können mit den Fragen losschießen. Nutzen Sie einfach, wie vorhin, es haben ja einige schon daran teilgenommen, rechts einfach beim Bedienten-Panel zu gucken und dann Ihre Frage da rein zu posten. Zwei sind mir schon vorab zugegangen, und zwar gefragt zum Gemeinschaftskonto. Wie ist es beim Gemeinschaftskonto? Reichen 700 Euro oder muss man 1400 Euro überweisen, um als Aktivkunde zu gelten? Antwort ist ganz einfach, es sind 700 Euro. Und dann gilt für beide Kontoinhaber, also es ist ja nur ein Konto, ja? Warum ich da für beide Kontoinhaber, hat etwas mit der Personennummer zu tun. Darauf kommen wir bei Nummer 2, bei Frage Nummer 2, Gemeinschaftskonto, Einzelkonto, also die Kombination, wenn jemand ein Gemeinschaftskonto hat und ein Einzelkonto, findet man gelegentlich bei Paaren, die ein Gemeinschaftskonto haben für die Wohnung, für die Miete, manchmal auch für den täglichen Bedarf, und ein Einzelkonto, um halt auch privat Dinge auszumachen, die der andere zum Beispiel nicht sehen soll. Wie zum Beispiel ein Geburtstagsgeschenk kaufen, wäre ja unglücklich, wenn man an der Kreditkartenabrechnung schon sehen kann, ah ja, da kriege ich irgendwie was von Victoria's Secret. Dort einfach reicht es 700 Euro aufs Gemeinschaftskonto einzuzahlen. Also Tipp ist einfach, das Geld aufs Gemeinschaftskonto eingehen lassen, dann ist das Einzelkonto automatisch mit Aktivkunde. Wenn Sie es umgekehrt machen, aufs Einzelkonto wird auch das Gemeinschaftskonto Aktivkunde, aber nur das Gemeinschaftskonto, nicht das Einzelkonto von Ihrem Partner. Deswegen Personennummer bei der DKB ist jetzt wenig bekannt. Es ist zu jeder Person, zu jedem Namen ist auch eine Nummer. Computer arbeiten halt ganz gerne mit Nummern, nicht mit Namen zugeordnet, und daran ist es verknüpft. Ja. Aber wenn Sie jetzt ein Paar sind und und nutzen es als Hauptkonto, macht es sowieso kein, ist sowas immer recht schnell erfüllt. Also die 700 Euro ist ja für viele Leute jetzt nicht so die Großsumme. So, jetzt bitte Ihre Fragen in der Chatfunktion. Ich öffne jetzt bei mir hier das Fenster, wo ich im besten Fall gleich Ihre Fragen sehe. Jetzt mache ich es ein bisschen größer, dann ist vom Vorlesen leichter. Wenn Sie jetzt irgendwie die Maus hier bei mir sehen, das liegt daran, weil ich jetzt das Fenster hier größer mache. Ja, der Michael schreibt, in meinem Kroatien-Urlaub innerhalb der EU wurde die Gebühr für Auslandseinsatz Euro VS-Kunde erstattet. Ja, die Erstattung vom Auslandseinsatzentgelt, genau, das funktioniert ja automatisch auf dem Girokonto immer zum Tag der Kreditkartenabrechnung. Das ist recht praktisch. Was haben wir noch von Michael? Gibt es ein Rating, zum Beispiel von Ratingagentur für die Bank? Wie ist die wirtschaftliche Situation der Bank? Ist etwas bekannt, Bilanztheorie? Ja, ich habe mich ja mehr auf die Fragen vorbereitet, was jetzt alles mit den Wechsel. Wir haben ja zum 1.12.2016 das neue Kontomodell der DKB mit Aktiv- und Nicht-Aktivkunden. Es gibt einige Leute, die sagen auch Passivkunden dazu. Und das ist ja jeder 12 Monate automatisch. Also jeder Neukunde, wenn Sie jetzt erst das Konto öffnen, dann haben Sie jetzt die 12 Monate beginnen erst jetzt. Alle Bestandskunden, die es vielleicht wie ich schon über 10 Jahre davor genutzt haben, haben aber auch diese 12 Monate von der DKB zur, ich will nicht sagen geschenkt bekommen, ja, sondern einfach nur bekommen, um das Konto einfach zu testen. Und jetzt von der Zeit her, wir sind bei der Live-Aufzeichnung am 1. Oktober 2017, ist in 2 Monaten Umstellung für alle, die bisher schon DKB-Kunde sind. Und deswegen
Ja, jetzt auch dieses Webinar. Ich gehe aber auch gerne auf andere Fragen ein. Das so als kleines Vorgeplänkel. Ja, es gibt jede Menge Writing-Agenturen. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob die DKB einzeln gewertet wird, weil sie ist ja eine 100%ige Tochter der Bayerischen Landesbank. Die Bayern LB, die wird auf jeden Fall bewertet. Das ist, ich habe es nicht im Kopf, müsste man jetzt googeln, das Rating von der Bayern LB. Also das hängt zusammen, ist halt eine 100% hier. Tochter, in meiner Erinnerung ist es ziemlich gut. Die Bayern LB gehört ja auch zum Großteil dem Freistaat Bayern. Sonst zur Bilanz. Die Bank gibt es jetzt seit 27 Jahren, die DKB. Und sie hat alle Jahre, außer 1, 2008, hat sie mit Verlust abgeschlossen. Das war das Jahr der Höhepunkt der Finanzkrise, vor allen Dingen der medialen Finanzkrise. Sonst hat sie in jedem Jahr Gewinne erwirtschaftet, die Bank. Also die ist recht ganz gut aufgestellt. So, Tina fragt, 700 Euro Geldeingang oder Gehaltseingang in Klammern Sala? Tolle Frage. Es muss kein, also ein Gehaltseingang, die Bank würde es lieben. Ja, welche Bank mag das nicht? Wenn sozusagen Gehaltseingang hat man meistens immer nur einen oder zumindest einen großen. Und wenn man die Bank ist, die sozusagen den bekommt, das ist sozusagen ein richtiges, ich weiß gar nicht, wie sagt ein Banker dazu. Aber das ist richtig klasse, braucht es aber in dem Fall nicht. Es reicht absolut ein Geldeingang. Also es kann eine ganz normale Überweisung sein. Es kann, und ich sage es auch ganz bewusst hier bei uns in unserem smarten Bankkundenkreis, ja, es kann auch ein Dauerauftrag sein. Ja, wenn Sie halt ein gutes Girokonto schon haben und nutzen die DKB jetzt vorläufig oder längerfristig als Zweitkonto, machen Sie einen Dauerauftrag. Kann man machen. So, Meinolf, es sollte bei einem DKB-Gemeinschaftskonto mit Gehaltseingang darauf hingewiesen werden, dass das Thema Schenkungssteuer zu beachten ist. Der Freibetrag ist allerdings mit 500.000 Euro recht hoch, der alle 10 Jahre wieder greift. Okay, ich habe es offiziell vorgelesen, jetzt haben wir darauf hingewiesen. Es wird, nee, ich will es nicht bewerten. Ist cool. Ich hätte jetzt fast gesagt, es wird jetzt für die tägliche Nutzung, für die wenigsten jetzt so dramatisch sein, aber wir haben darauf hingewiesen. So. Haben wir, ist schon alles klar mit der Umstellung? Ich meine, für diejenigen, die vorhin gesagt haben, dass sie schon länger das Konto haben, es vielleicht genauso aktiv nutzen wie ich, also ich, ist ja mein Hauptkonto, da passiert bei mir gar nichts, das läuft einfach ganz normal weiter. Also jetzt haben Sie noch Zeit, Fragen zu stellen. Wenn Sie jetzt auch keine weiteren mehr haben, ist es nicht so dramatisch, denn ich stelle Ihnen einfach weiter vor, wie es hier in der Präsentation weitergeht. Und zwar, ich gucke hinterher nochmal bei den Fragen rein. Die Suchfunktion hatte ich Ihnen vorhin schon gezeichnet. Wenn Sie später mich noch Fragen haben oder irgendwie etwas wissen wollen zu DKB, gehen Sie wieder einfach auf unser Spezialportal. Jetzt muss ich hochrollen. Und wir haben hier die Suchfunktion. Da tippen Sie dann halt zum Beispiel DKB. Und Auslandseinsatzentgelt wollte ich gerade, oder wir haben auch hier DKB Distro und Sie finden dann halt alles, was unser Spezialportal in dem Fall jetzt über DKB Distro weist, oder bei Auslandseinsatzentgelt finden Sie natürlich dann alle Seiten, die wir über Auslandseinsatzentgelt mal produziert haben. So. Dann haben wir noch die Seite, ja, wie beantragt man das Konto? Das ist vielleicht für die Leute jetzt interessant, die noch nicht das Konto haben. Selbstverständlich gehen Sie wieder zurück auf unser Spezialportal. Geben Sie da einfach Ihr Stichwort, wie zum Beispiel DKB-Kontoeröffnung rein. Und Sie finden dann hier alles, was wir an Anleitung haben. Wir haben Schritt-für-Schritt-Anleitung. So, falls Sie das erste Mal online ein Konto beantragen, dass da auch nichts schief gehen kann. Und wenn da halt Fragen sind zum Ausfüllen des Formulars, sind da Erklärungen zu unterschiedlichen Feldern, weil bei einigen ist es ja dann auch die Frage, in welchem Status befinde ich mich jetzt beruflich. Sie wissen, dass vielleicht die DKB ist ein Konto, wo es immer eine Kreditkarte mitgibt, also ist eine Bonitätsprüfung, wie gebe ich die Daten richtig an, dass das die Wahrscheinlichkeit am größten ist, dass ich durchgehe. Hier ist auch, Sie sehen es, ein Artikel, DKB-Konto
also Kontoöffnung nicht versauen. Ja, es gibt natürlich auch so kleine Falltritte, die man vermeiden sollte, gerade weil der Kontoeintrag, der ist natürlich elektronisch, ja, geht dort in eine elektronische Prüfung rein, wird vom Computer erstmal geprüft. Es gibt ein gewisser Prozentsatz, der wird manuell nochmal nachgeschaut, aber sonst läuft es halt elektronisch und da sollte man doch möglichst die Angaben so machen, dass die Wahrscheinlichkeit am größten ist, dass das einfach glatt durchgeht. Für diejenigen, die noch nicht bei Sonntagsmail dabei sind, das dürfte jetzt in der Live-Veranstaltung keiner sein, aber für die Aufzeichnung, wenn Sie jetzt das erste Mal bei uns in einem Webinar drin sind, wir haben eine Sonntagsmail, die kommt jeden Sonntag raus, das ist die für diejenigen, die schon smarte Bankkunden sind oder welche werden wollen, immer mal wieder ist die Kabinenthema, aber auch ein paar von den anderen sehr guten Banken und natürlich auch Ideen und Inhalte, wie man einfach Banken für sich besser, optimaler nutzen kann. Wie Sie zur Sonntagsmail hinkommen, natürlich unter der Aufzeichnung werde ich Ihnen einen Link reinposten und Sie haben natürlich unsere Suchfunktion, habe ich Ihnen eben schon gezeigt, das kommen Sie auch einfach zur Sonntagsmail, das ist ein Begriff, den findet man. Hier für Sie nochmal die Informationen für den Bonus, wenn Sie am Videokurs, den Videokurs sicher nochmal aufrufen wollen oder die E-Mail-Hilfe einfach in Anspruch nehmen wollen, die Nummer lese ich jetzt nicht weiter vor, die können Sie jetzt selber abschreiben, falls Sie es nicht schon getan haben. Ich werde gleich nochmal reinschauen. Nach dem Abschluss des Webinars schaue ich rein und freue mich, wer sich alles angemeldet hat. In der Zwischenzeit ist von Tina noch eine Frage gekommen. Muss der Eingang in einer Summe erfolgen oder werden einzelne Beträge addiert? Sehr coole Frage, vielen Dank dafür. Die Beträge, die werden addiert. Also wenn ja zum Beispiel jemand einen Minijob hat mit 450 Euro und den tut man halt jetzt aufs DKB-Konto und macht dann halt noch einen Dauerauftrag oder irgendwie was anderes rein. Also das funktioniert. Genau, das muss nicht in einer Summe sein. So. Wenn sich noch von Detlef die Frage, habe ich den spannenden Trick mit dem Hintergrundwissen verpasst? Ja, das ist immer die Frage in dem Fall, wie viel haben Sie vorher schon gewusst? Wenn jetzt jemand bei uns mitliest und häufig die unsere E-Mails liest und so weiter, der weiß natürlich schon ganz viel, für den ist es weniger neu. Es gibt natürlich welche, die kennen noch nicht so viel. Von daher die Sache, es können noch weitere Fragen gestellt werden. Ich habe noch Antworten im Petto. Es kommt auch noch vom Meinhold was rein. Nochmal zur Schenkungssteuer bei der DKB-Gemeinschaftskonto. Wenn jemand 51.000 Euro netto pro Jahr Gehalt verdient, fällt nach 10 Jahren Schenkungssteuer ein. Ein Nachtrag von Michael. Bei Moody's gibt es ein DKB-Ranking. Das ist hier ein Link. Mal gucken, kriege ich den klickbar. Sonst für jemanden, der sich jetzt für Rankings interessiert von Banken, wird das über die Google-Suche bei Moody's etwas finden. In der Zwischenzeit ist keine Frage weiter reingekommen, von daher ist es genau der richtige Zeitpunkt, mich bei Ihnen zu bedanken. Vielen Dank, dass Sie am Sonntag reingekommen sind in unser Webinar, dass Sie Fragen gestellt haben. Vielen Dank, dass Sie auch ein smarter Bankkunde sind, sonst wären Sie mich gar nicht auf die Idee gekommen, sich in dieses Webinar mit einzuloggen. Mir hat es Spaß gemacht, mit Ihnen gemeinsam, für alle, die aktiv und auch still dran beteiligt waren. Einfach vielen Dank, dass Sie dabei waren. Wenn Ihnen das gefallen hat, kommen Sie an ein zu anderen Thema nochmal rein. Sie dürfen es auch gerne weiterempfehlen. Und es wird eine, falls ich später, ich sehe mich gerade, die Teilnehmeranzahl ist mich jetzt um einiges höher, als ich vorhin noch gestartet habe, falls ich später reingekommen sind in unser Webinar, es gibt eine Aufzeichnung und den Link zur Aufzeichnung, den werden Sie dann in der nächsten Sonntagsmail erhalten. Sonst sehe ich jetzt kommen noch ein paar kleine Dankeswünsche rein. Vielen Dank, ein tolles Seminar und ja, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag und ich freue mich schon darauf, den nächsten Artikel für Sie zu verfassen und die nächste E-Mail rauszuschicken. Heute haben wir einen besonderen Artikel. Falls Sie noch keine Zeit gefunden haben, den zu lesen, schauen Sie nochmal kurz rein. Ich freue mich über Kommentare und dann bis bald wieder in einem neuen Webinar. Vielen Dank, dass Sie heute mit dabei waren.